Thank you, Mr. President. The Commission have recently replied to my written question confirming that Commissioners Almunia and Crowes attended the Bilderberg meeting in St. Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. It's a disgrace that the European Commission is colluding in that. Wir tragen also gemeinsam Verantwortung für den Finanzplatz und wir tragen damit eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und ich glaube, dies ist auch adäquat, wenn wir einmal überlegen, dass die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung von uns allen akzeptiert ja die Ordnung der sozialen Marktwirtschaft ist. Und in der sozialen Marktwirtschaft gibt es durch die Politik einen Rahmen, innerhalb dessen sich Unternehmen und Bürger frei entfalten können. Die soziale Marktwirtschaft ist eine zutiefst demokratische Ordnung. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Alles beruht auf Steuereinnahmen des Staates. Und deshalb brauchen wir motivierte Bürgerinnen und Bürger, die wissen, warum sie Steuern zahlen. Und die finden, dass es dabei gerecht zugeht. Und die politische Kunst. Und zu dieser Art von Politik sind wahrscheinlich eben wirklich nur wir fähig, so wie wir jetzt regieren. Die besteht darum, Wachstum und solide Finanzen miteinander zu vereinbaren. Das ist unsere Aufgabe. Die ist nicht einfach, aber die werden wir lösen, meine Damen und Herren. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Es gibt mehr Netto vom Brutto als Dankeschön an Hoteliers, reiche Erben und große Konzerne. Ja, sicherlich, solche Situationen gibt es immer wieder. Also wenn Sie mal erst eine von Ihnen erst zitierte Umfrage machen, was die Leute davon halten, dann könnten wir das nicht machen. Ich habe, wenn ich mal an die Gesundheitsreform denke, die ja auch noch nicht so überall populär ist, dann ist die Frage, ob wir zum Beispiel diesen Fonds machen, eine Frage, wo ich immer gesagt habe, die machen wir. Und der hat viele Vorteile und egal, was da jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft, auch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft, auch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Alle Partizipanten in dieser sozialen Marktwirtschaft. Haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Und die Leitplanken sind vorgegeben.
Und wir haben alle erlebt in der internationalen Finanzkrise, dass natürlich den Finanzinstitutionen, sprich den Banken, eine Schlüsselrolle dabei zukommt. Sie sind in nahezu alle wirtschaftlichen Prozesse eingebunden. Sie nehmen Einlagen an. Sie reichen Kredite aus. Und sie schaffen so die Voraussetzungen für Investitionen, für Konsum und für Wirtschaftswachstum. Und ich glaube, wir sollten auch wieder zu einer gesamtheitlichen Betrachtung zurückkehren. Denn die Unterteilung in hier in Finanzwirtschaft und dort in Realwirtschaft, die hatte vielleicht für manche Phasen der Krise etwas Interessantes. Aber ganz zum Schluss muss die soziale Marktwirtschaft das gemeinsam überwölbende Dach sein, inklusive der gesellschaftlichen Bedeutung, die das hat. Und in der sozialen Marktwirtschaft. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Ich will das so sagen, haben die Banken eine dienende Funktion. Sie sind Dienstleister für Bürger und für Unternehmen. Und Sie alle wissen, Vertrauen ist ein Schlüssel für ein Funktionieren auch der sozialen Marktwirtschaft, der Marktwirtschaft insgesamt. Und deshalb ist das Vertrauen in die Dienstleistungen der Banken auch so unabkömmlich und so unmittelbar wichtig, damit soziale marktwirtschaftliche Tätigkeit gelingen kann. Das heißt also, Vertrauen ist ein unbedingter, notwendiger Bestandteil funktionierender Wirtschaftskreisläufe und stabiler Gemeinwesen.
Und hier, da sitzen wir nun wirklich in einem Boot und deshalb tragen wir auch eine gemeinsame Verantwortung für dieses Vertrauen. Zumindest, und das sieht man ja an der 110-jährigen Geschichte des Bankenverbandes, wenn man nicht nur zu einem einzigen Zeitpunkt im Leben einmal ein großes Geschäft machen will, sondern wenn man darauf ausgerichtet ist, doch nachhaltig und längerfristig in einem Wirtschaftssystem agieren zu wollen. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. We've witnessed the beginning of a dishonest and downright dangerous German presidency. Yeah, 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 yeah. To revive the EU constitution, but to do it in such a way that you want to avoid referendums in That's the key right. member states, yeah. is not just an insult to the French and the Dutch, but it's actually a classic example of the new phenomenon that I see all around me this morning, EU nationalism, yes. yeah, yeah, yeah. where you never ever take no for an answer. But perhaps there's one small ray of hope from your speech this morning, Mrs. Merkel, because you talked about freedom at great length, and I agree with you, it is important. And so I ask you, will you please allow the peoples of Europe to have the freedom to determine their own futures in free and fair referendums, and not to have this constitution foisted upon them? If you fail to do this, if you go on ignoring the peoples of Europe, you will breed and create the very intolerance, extremism and racism that you say yourself you wish to stop. For goodness sake, let the people speak. 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 For goodness sake, let the people speak.